Servus Leute, willkommen bei meinen Neuzugängen für den Monat Januar. Ja, 2018 hat angefangen und ja, ich habe mir als erstes Mal aus dem Heine Verlag von Susan E. Angel Fall am Ende der Welt geholt. Ja, das ist, glaube ich, jetzt der dritte Teil. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte um diese Engel, diese Engeleroberung oder wie man es auch immer nennen will, weitergeht. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich lese euch, also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, ja, Der Rachedurst der Engel ist grenzenlos und ein Krieg zwischen Engeln und Menschen scheint unausweichlich. Allianzen verschieben sich, Freunde werden zu Feinden und Feinde zu Verbündeten. In dieser Zeit der Unsicherheit müssen Penryn und Raffe, das Menschenmädchen und der gefallene Engel, die ihnen am nächsten stehen, vor dem Untergang retten. Doch können sie dabei ihre Liebe zueinander bewahren? Ja, keine Ahnung, ich will's bald rausfinden. Das, ist das erste Buch für den Januar. Dann, als zweites Buch, ich hab's bei einem Booktuber gesehen. Der Mann ist ja auch Autor. Marco Rota. Und der hat ein ganz nettes kleines Buch geschrieben, und zwar heißt es Cage Hunters. Die Jagd nach den sieben Siegeln. Scheint ein ganz cooles, interessantes Jugendbuch zu sein. Endlich Ferien. Kabuki freut sich darauf, mit seinem Freund Natu beim Geocaching Schätze zu entdecken. Dabei stoßen die beiden auf das Geheimnis der sieben Siegel. Doch als sie nach den Siegeln suchen, sind sie plötzlich nicht mehr allein. Und Lax, der Anführer der feindlichen Drachenflüsterer, hat noch eine Rechnung mit Kabuki offen. Scheint irgendwie ein ganz interessantes Buch übers Geocaching zu sein. Falls ihr es nicht wisst, die Sonja von Sonnige Bücher macht das auch ganz leidenschaftlich als Hobby. Ist bestimmt sehr interessant. Sehr interessant, ein bisschen abenteuerlustig und ja. So, das dritte Buch, das hat mir der Martin empfohlen, ja. Und zwar ist es von Chrissy Catella, das Vermächtnis der Arasis, die Macht der Zwei erwacht. So sieht das aus. Und der hat gemeint, das ist mein Ding, das gefällt mir garantiert, das musst du unbedingt dir reinziehen. Und außerdem sieht so aus, als ob die Autorin auch auf der Leipziger Buchmesse sein wird. Und da bin ich schon mal gespannt, die Chrissy Catella kennenzulernen. Ist, glaube ich, eine Österreicherin. Berichtigt mich. Auf jeden Fall lese ich euch das mal ganz kurz vor. Nikos Leben steht Kopf. Eigentlich war er der Überzeugung, ein halbwegs normaler Junge zu sein. Zumindest bis zum Eintreffen im Arasis Sports Camp. Nach einem verheerenden Anschlag auf die Menschheit wird ihm offenbart, dass er einer der mächtigsten Talente
auf Erden ist und zudem über magische Begabungen verfügt. Doch das ist noch nicht alles. Nach und nach kommt er einer todbringenden Verschwörung auf die Schliche. Nicht mehr sicher, wem er trauen kann, erlebt er gemeinsam mit seinen Freunden das Abenteuer seines Lebens. Ein bitterer Kampf zwischen Gut und Böse beginnt. Wird er das Geheimnis seiner Vergangenheit lüften und die Menschheit retten können? Das ist auf jeden Fall nicht zu viel verlangt für so einen Jungen, der eigentlich in irgendein Schulcamp wollte. Cool, also es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und es wurde mir auch wirklich empfohlen und wer so meinen Lesegeschmack kennt, also die Story scheint echt cool zu sein. Ja, das war das dritte Buch und tja, dieses Buch habe ich glaube ich schon zigmal gelesen und ich habe es auch da drüben auch ein paar Mal stehen. Ja, doch, ein paar Mal. Ich habe es nämlich auch in unterschiedlichen Varianten, so viel ich weiß. Und jetzt habe ich es eben auch noch als Hörbuch. Der Hobbit. Ja, ich dachte mir, hey, als absolute Tolkien-Fan muss ich mir doch auch mal das Hörbuch geben. Aus dem Hörverlag ist es eine MP3 und wie auch immer gesprochen von wem ist es gesprochen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hat sich auf jeden Fall ganz gut angehört. Der Hobbit gibt es nicht sehr viel dazu zu erzählen. Mit diesem Buch hat J.R.R. Tolkien sozusagen das Fantasy-Genre erfunden oder gestartet sozusagen. Auch als nächstes und fünftes und letztes Buch, das ich im Januar dazu bekommen habe, ist der 12. Teil von Das Erbe der Macht namens Allmacht. Ich blende hier mal das Cover ein. Das Erbe der Macht, ihr wisst es vielleicht, ich bin absolute Fan mittlerweile von dieser Reihe und von Thomas Suchanek, heißt der gute Mann. Sorry. Ich finde die Reihe unheimlich toll. Das ist jetzt der 12. und letzte Teil der ersten Staffel. Denn das ganze Projekt ist ein bisschen so aufgeteilt. Ich möchte es als Serien, könnt ihr euch das vorstellen. Das sind eben 12 Folgen, sagen wir mal, so einer modernen Netflix-Serie. Das ist im Prinzip eine komplett zusammenhängende Geschichte, also du könntest es auch in ein mega dickes, riesen, fettes Buch packen, dann hast eben eine komplette Geschichte. Aber hier hast du eben 12 kürzere Bücher, die zu einer Staffel in Buchform zusammengefasst ist. Ich habe das bisher als E-Book und demnächst kommt der 4. Teil der Hardcover-Versionen raus. Denn diese drei E-Books
jeweils ergeben eine Hardcover-Version oder ein Buch sozusagen. Und jetzt sind eben die, ist eben das, der 12. Teil draußen, sowie eben bald das 4. Buch. Ja, nennt sich Allmacht, wie ihr hier sehen könnt. Tja, das sind meine 5 Neuzugänge für diesen Januar. Tja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.